Ich darf euch ganz recht herzlich zu begrüßen zur schönen neuen Let's Play-Reihe bei Stardew Online. Vor 2 Jahren schon mal ein bisschen angefangen, aber heute einfach mal wieder mal durchgestartet. Mal nach langem mit einem Föderationscharakter, den wir uns zusammen gemütlich uns erarbeiten, uns erstellen, uns hochpushen, weil man kommt ja ziemlich schnell hoch. Und ja, mein Name ist Bartolo. Ich freue mich mit euch zusammen, dieses Projekt mal wieder zu starten. Nicht nur, dass ich vor knapp einer Woche erst die zweite Staffel von Captain Picard durchgesuchtet habe, also wirklich nonstop den ganzen Tag. Und naja, für die, wo jetzt eigentlich jetzt die Staffel noch nicht gesehen haben, abschalten, will ja keinen Spoiler-Alarm machen. Dritte Staffel, oh, freue ich mich sowieso schon drauf. Ja, also das ist schon, da kommen wir später drauf noch dazu. Ja, just for fun, ganz gemütlich, werden wir uns jetzt mal ein bisschen hier den Charakter erstellen. Was für ein, ja, weiß gar nicht. Just for fun. Just for fun, ja. Bin ja selber noch ein bisschen müde, also ich habe nicht mal meine dritte Tasse Kaffee, also moin. Was hat Kaffee mit Star Trek zu tun? Tja, damit habe ich eigentlich recht angefangen, weil ich da nämlich ziemlich viel, nämlich gesuchtet habe. Also ich habe innerhalb, naja, ich glaube bis Kubali, bis zu der, als die Stelle da rauskam, bis dahin hatte ich so einiges an Schiffe und ein Schiffsset sogar schon richtig gut gehabt. Aber naja, schauen wir halt mal. So, also. Heute Morgen legen wir mal richtig los mit Star Trek Online. Und wie gesagt, groß dabei hatte ich eigentlich für mich eigentlich denn die Föderation war schon immer ein großer Fan davon und wow. Ja. Allerdings werde ich jetzt mal kein Mensch nehmen, sondern irgendein anderer. Oder vielleicht, was ihr euch noch gefällt, was wir mal nehmen sollten, weil aufrüsten kann man sowieso. Diesmal auf jeden Fall ein weiblicher Charakter. Weil, ja, Tellariten. Wäre cool. Hätten wir auf jeden Fall was zum für den Planeten mal zu besuchen. Gerne, naja. Okay. Speedy, moin moin. Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Na? Oh, Sau. Schönen Start in den Tag gehabt. Meines ja bald Wochenende. Könnte ich auch fast wieder mal so einen kleinen Sound-Alert machen, ne? So. Was können wir denn da nehmen? Ja, gut, jetzt ist ein Bonus. Markenwochenende, oder ist es noch? Bonuswochenende, wo du da ein bisschen was abzeigen kannst. Soll man einen Alien nehmen? Also, da hat der was von Vulkanier? Klingone? Mensch? Okay, ja, gut, muss man mal gucken. Das stimmt. Oder nimmt man Beta zu Eat? Nee, ich glaube, als Wesley Crusher, der bei den TNG, ich glaube, nehmen wir den hier mal. Hatte ich auch nicht gespielt. Ist mal was Außergewöhnliches. So, was nehmen wir denn? Auf jeden Fall. Oh, ich glaube, ich nehme einfach mal halt wieder eine technische Wissenschaft.
Oh, das ist böse. Das ist böse. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Ja, ich bei dem jetzigen Charakter, den ich offscreen zock, der hat, wie soll ich sagen, bei manchen Ruf mal Bodenmission oder so, schmeißt er komplett meine drei Eigenschaften, hat er mir rausgeschmissen. Ich weiß auch nicht warum. So, oh, wow. Ehrlich, kann man jetzt noch so viel einstellen? Wow. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so viel auswählen kannst, ey. Was ist denn das? Hast du das normale Dilithium-Schiff? Oder vom Sensor welche? K6, okay. Ferengi. Ja, okay, vielleicht können wir uns gleich mal die. Also, ich weiß, dass ich die. Auch ein K6-Schiff habe. Das Medzweck-Forschungsschiff. Und ich habe mir die, was ziemlich gut ist, dieses. Solon Dyson-Sphäre, wenn du da drin bist. Ich glaube, das Impulsantrieb, das Deflektor und die. Wie warte mal, lass mich mal kurz auf meiner Excel-Tabelle gucken. Wer macht sich denn heutzutage schon? Ah, okay. Ja gut, das dürfte eigentlich nicht so schnell sein, dass du platzen tust. So, Uniform. Was nennen wir denn? Das Delta-Rekrut. Ach, mal eine Erweiterung. Ja, okay, gut, ja, das ist halt dann. Das ist natürlich nicht so gut. So. Mal ganz kurz mal hier schnell die. Oh ja, dann mal die Enterprise. Wissenschaftsoffizier. Oh, Marcel Mannheim, moin. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast die WhatsApp-Nachricht schon morgen geguckt. Ganz kurz, Speedy, wo hast du dich am meisten verskillt? Also ich meine, Raum oder Boden? Ich meine, wenn du zu oft platzt, okay, das ist klar, dass das Raum ist, aber ich kann da ja. Ich spiele ja eigentlich schon seit auch keine 4 Jahren, schon Star Trek Online, aber wenn du mal bei mir mit auf den DC kommen willst, da habe ich nämlich eine neue Gruppe aufgemacht, für das neue Projekt. Und da habe ich alle die ganzen Skills oder Schiffe mit Skills. Da will ich nämlich demnächst auch noch meinen, oder es kommen noch Screenshots von meinem, ach, wie heißt es, Offscreen-Charakter. Und das tue ich dann quasi alles in Discord mit rein. Da kann man sich ein bisschen austauschen. Okay, du, ja, aber ganz ehrlich, das ist manchmal ein Vorteil. Also ich habe den, wo ich Star Trek Online angefangen habe, habe ich einen Taktiker gehabt, habe den auf Wissenschaftsbasis geskillt. Technisch und Wissenschaft. Mehr geskillt als auf Taktik. Weil ich habe auch ziemlich viel gehört bekommen, dass, dass die Taktiker nicht so gut sein sollen. Also du fliegst rein, ne, hast auf deine Energiewaffe auf 100%, fliegst rein, batz, platzt. Also ich kenne das halt nur, wo die Deep Space Nine oder die paar neue, danach die neue Folgen kamen.
Oh, du hast eine Defiant bekommen, wo du mit einer Tarnvorrichtung drin hattest. Und das Problem war, dass du kannst sie nicht auf Überleben skillen oder generell. Ja, und das war dann das Problem gewesen. Okay, Kanone, alles drin gehabt, Transphasentorpedos. Das war damals gegen die Hawk-Flotte, wenn ich mich richtig erinnert habe. Alles 100%, zwei, drei Kämpfe, Platz. Also vom Platzen, da kann ich dir, da könnte man einen Counter noch mit reinnehmen. Also da kann ich dir, da kann ich dir schon was erzählen. Ey. So, jetzt aber hier mal. Ja, yep, The Next Generation. Ich war von diesem Kommunikator sowieso immer einer der besten. Gut, dann nehmen wir mal an. Den Namen. Ja, was geben wir da für einen Namen? Habt ihr eine Idee? Wie nennen wir denn am besten? Ja, ich weiß, wie ich ihn nenne. Ich glaube, schlimmer, wenn denn einer von den Zuschauern jetzt einmal einen gibt. Voll die Ehre, ne? Sonst bin ich immer zu kreativ, was die Namensnennung betrifft. Nezia, Nezia, Tom, Venezia, Alkossum. Klingt der außergewöhnlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alkossum? Klingt irgendwie voll so, als wäre das mal besoffen, weißt du, so Al-Kassum. Nee, Chemnitz nimmer nicht. Ich könnte mal Schiffsname noch benutzen. Die USS. Ah, komm, machen wir daraus einen Familienbetrieb. Alcosio. So. Dann haben wir's. So. Bin mal gespannt. Also die haben ja gesagt, die haben ja die Föderation am. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged the campaign of peace. Live long. 21 years ago, the star of the Hovis system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jim'Pok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jim'Pok says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable.
Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared, and the Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. Resistance is futile. Warning, ship is under attack. The fate of the galaxy rests in your hands. So. Welcome to Star Trek Online. Today is graduation day, and you soon will be embarking on your training cruise, where the bulk of the ship is manned by cadets like yourself. This tutorial will introduce you to the basic controls of Star Trek Online, including movement, combat, and interacting with characters and objects. Jo, genau. Speedy, ja, da hast du recht. Das finde ich ein bisschen zu schade, weil das haut's nämlich richtig rein. So, Moment, ich muss mal gerade meine Cam ein bisschen verschieben. Ups. Mal gerade mal da oben hin. Ja, also du levelst mal. Was dir am meisten echten Pusher gibt, ist, wenn du diese Admiralsaufträge von den Schiffen bekommst. Nicht nur, dass du zu schnell oder zu viele EP einfach bekommst, Materialien. To move, use the WASM. Ja, das brauchen wir nicht. Das wissen wir ja. So. Alles klar. Ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Frühstück. Aber es stimmt, man kann ziemlich viel, man kommt ziemlich schnell hoch in den Level. Also ich war jetzt innerhalb von 3 Wochen 55, 3 Wochen 2. Wenn man aktiv schnell dabei zockt, dann klappt das. So. Flo, jetzt müssen wir gerade nochmal kurz die Grafik da. Oh, ist ja alles auf maximal. Jo, alles klar. Finde ich gut, finde ich schön. Ich werde das Ganze aber gerade noch ein bisschen. Jupp. 60. Mehr kriege ich ja nicht. So. Anzeigen. Ja, das leider nicht. Na gut, das passt ja. So, sprechen wir mal mit der Floris. Finally, I was beginning to think you forgot what today was. Ah, wie könnte ich? Sie haben mich doch den ganzen Monat lang jeden Tag daran erinnert. Haben Sie Ihren Antrag? Of course, I was first in line. Oh, before I forget, I think Rasky is just ahead. He wanted to thank you for helping him cram for the Astrometrics final. Oh, okay. Rasky. Bin mal gespannt. Ah ja. Schön. Ja. Wenn wir jetzt aber schon da sind, kann man nämlich dann nämlich auch kurz mal diese löschen. Auch auf eine Eskalierung. So, bin ich mal gespannt. Mal kurz mal noch schön. Ach, halt. Ja, da fängt es schon an. Die Steuerung da, ich liebe sie. Ich liebe die wirklich. Mal so einen einzelnen. Ich
Screenshot auch mal kurz zu machen, wie das da aussieht. 1 und 12. Machen wir nachher mal kurz noch was zum Analysieren. Dann sprechen wir mal mit dem Kadett. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final and for all the other times you've helped me. I've always admired you. I hope Starfleet recognizes all you've done to lead our class. Ich hab meinen Posten noch nicht erhalten. Ja. Good luck. Before you report to Lieutenant Farah and get your assignment, you should find Tyrell. She wanted to talk to you. She's just up the pathway. Ich glaube, du kommst jetzt auch mit, oder? Ach, schade. So. Raskili sagt, sie wollten mit mir sprechen. It was good of you to encourage me to retake the linguistics final. I was willing to accept my original results, but you saw that I was not at my best that day. My score increased by 12.8% on the second attempt, well within my standard. Eieiei. Morgenstund hat Rex im Mund, hä? Morik would like to see you as well. He is ahead of us on the path. Live long. So, dann. Dann rennen wir noch zu Morik. So, ich muss kurz diese E-Mail da mal wegchecken da. Die Hilfe da mal wegstecken. So. Schließen. Ah, jo, ja. Sprechen wir noch mit Morik. There you are. Getting excited yet? Once we finish our training cruise, we'll all be full-fledged ensigns. The buzz is, Captain Taggart hasn't named all of his senior staff yet. From what I heard, the advanced phaser training simulation is tripping people up. Mhm. Jetzt, gut, Abschlusstag dann. Phaser-Training, wa? So. Ah, mein Lieblings. Mein Lieblings, auch einer meiner Lieblingscharaktere. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Bin ich hier richtig für meinen Trainingsflug? Yes, I have the complete assignment list here. Name? Benetia Alcosum. Let's see. Interesting. Report to Captain Taggart. He's in the office behind me. Gibt's ein Problem? You're going to have to ask him. Ah, klar. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Capitano. Klingeln wir an der Tür, ehrlich jetzt? Komm. Ah, schön. Schöne Auswahl, was der da hat. So. Cadet. Sie wollten mich sprechen, Captain. I did. I've been following your progress here at the Academy. And I must say, I'm impressed. Danke, Captain. I'm just looking at your final test scores. But I don't see your results for the Advanced Phaser Training Program. Was nennt man jetzt? Ist das wirklich ein großes Problem? Soweit ich weiß, hat ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. I want everyone on my senior staff to run that program. And I want to see good results, no exceptions. Okay, Sie sagten leitende Offiziere. I did. Like I said, I've been following your career here at the Academy. If you complete that program, I can put you on my bridge. I'll ask my tactical officer to set it up. Ihr taktischer Offizier, Sir? Wer ist das? Another fine cadet like yourself. Her scores were almost as good as yours, but her record has a few
blemishes. Still, I'm sure Cadet Flores will settle down and become a fine officer someday. I'll tell Flores to meet you outside. Talk to her to start the phaser training, and I'll see you when you're finished. You're dismissed, Cadet. Jawohl, Sir. Jawohl, schön salutiert. Oh, geil. Da stellen wir uns gleich nochmal hin. Aber mein lieber Freund, ich brauche von dir noch ein schönes Foto. Ganz einfach, weil ich Bock hab. So. Krass. Also ich hab ganz ehrlich, ich habe mir noch nie wirklich Zeit genommen, als ich die Kadett-Folge da durchgezockt habe, aber boah. Einmal umdrehen, rauszoomen, Knie mal nieder. Oh, scheine. Sehr schön. So. Das kennt einer zu viel, oder? Dann sprechen wir mit Flores. I got the tactical officer spot. Just what I wanted. Where'd you end up? Captain Target. Target möchte mich auf einer Brücke haben, aber ich musste erst das Phaser-Training für Fortgeschrittene bestehen. You never did that? I thought you were Miss Extra Credit. Everyone knows that Captain Taggart expects all his top people to pass that program. Jetzt erzählen Sie mir. Don't worry, you'll do fine. Come on, I'll take you to the holodeck and set it up. Gehen Sie voran. Seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Ja, das schöne Phaser-Training. Ich glaube, sobald man den Status nämlich Lieutenant Commander, dann gehen wir mal auf Risa, mir ein bisschen Urlaub machen. Oh, unbelievable, einfach geil. San Francisco. Have you seen the whales in San Francisco Bay? I never seem to spot them. Tja. I sometimes forget that Boothby is a hologram. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. Vor allem, ich finde dieses Schild. Der Club 602. Ich finde das einfach geil. Halt, der hat so. Amerikanisches Oldschool. So. Setting up the training program now. I hope Holodeck 2 is your lucky holodeck. Haben Sie einen Tipp für mich? Ich will unbedingt bestehen. Shoot stuff, don't die. Pretty basic, really. Geil, alles abschießen, ja. Welche Taktiken erwarten mich? It's standard stuff. The program runs a variation on Mako assault training. Setzen Sie das Programm auf. Machen Sie es leicht für mich. The last time I tried to give someone a little help, I ended up on academic probation for the rest of the year. Oh. Not saying I haven't learned a few tricks since then, though. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Phasers are in the lockers by the holodecks. You can grab one there. Alles klar. Let it go. Ich einfach mal die Zeit da nehmen, das alles mal zu begutachten. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob euch das auch noch aufgefallen ist, aber irgendwo, wenn man die Sternflotte runterbeamt, habe ich ja hier noch so ein kleiner Bug gewesen. So, Wissenschafts. Ja. Ah ja. Waffenschrank öffnen. Ja, nice. Eine Pistole. Okay. Ganz kurz. Hat man neu einordnen, Interaktion. Will ich mal ein bisschen hier auf die Seite drehen. Ich will ja die ganze Zeit, dass das ein Bild ist. So. Schauen wir mal, eine Pistole nehmen.
Heiler Scheiß.